Hi. Da sind wir wieder. So. Ja. Nee. Diese Routine. Ich glaube, wir waren... Moment. Wir waren rübergekommen und haben jetzt den Code für die Tanks bekommen. Und die Fuel Cells waren hier. Moment, warum haben wir nochmal einen Code für die Tanks bekommen? Damit wir den Antrieb ausstellen können, damit die Nightwalker nicht zur Erde kommen, damit Shodan sich nicht weiter fortpflanzen kann. Ah, ja, okay. Code. Code. 61-74-7. Nebenbei, ich hasse es, wenn Leute Zahlen... Zahlenkombi als Zahlenreihe... Zusammenhänge Zahlen sagen. Bling, blieb, blieb, blöb. Bling, blieb, 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 Hamburger. Der ist so erbärmlich hier im Vergleich zu EBF 3. Ich glaube 4 auch. Nebenbei, kontextualer Zusammenhang. Epic Battle Fantasy gibt's sowohl auf Congregate in der Flash-Version als auch in. Auf Steam, nicht in Steam. Mein Gott. Hab's gesehen. Vor allem, ich hab gedacht, wir rennen den rum. Dann macht er plötzlich so einen Skillshot auf mich drauf. So, ich komm gut klar. Kann mich gut verlaufen. Kopf kaputt. Einweg-Reparatur-Tool. Wo haben wir auch so EBF 3? Genau. Und da ist der Hamburger also das zweitbeste Item nach der Pizza, weil es Mana und AP voll auffüllt. Ich spiele Flash Games. Ganz ehrlich. Flash Games haben einen schlechten Ruf, aber das Spiel ist einfach. Das hat den Ruf, kein Flash Game zu sein. You just cut off the fuel supply. Now, if you can find a way to power down the engine core, the drive engines will stop. I'm transferring to you a few more cyber modules. Okay. Vielen Dank, nur ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. You ridiculous little worm. Hi. Don't you really believe that you can stop me this way, do you? Mich? Ja. Ja. Muss ich heilen? Bist du noch an der QBR? Dann komme ich jetzt. Ich bin wieder an der QBR, das ist der einzige Ort, den ich wiederfinde. mitkommen. Gestorben, oder wie? Ja. Alter, nämlich so ein Flintenfuzzi-Stand. Ah. Ah, so, okay. Hier. Das war die eine Richtung, die ich noch nicht gegangen bin, okay. Ja. Ich hätte von hier aus trotzdem nicht weiter gewusst. Okay. So, Moment, das heißt, wir haben jetzt den Treibstoff, die Treibstoffzufuhr unterbrochen. Das heißt, wir müssen jetzt den Antrieb deaktivieren. Ja. Engine war hier? Nee, das verstehe ich nicht. Au. Was denn? Wenn wir die Treibstoffzufuhr gekappt haben, warum müssen wir dann noch den Motor ausschalten? Würde der nicht selbst absaufen? Theoretisch schon. Aber? Aber der hat noch einen Notstromgenerator. Das heißt, dieser ganze Betrieb hier kann, obwohl er auf Treibstoff läuft, auch über ein paar Solarbatterien genauso gut laufen, notfalls. Ja. Nice. Zumal es hier wahrscheinlich kein normales Benzin ist, sondern irgend so ein komischer Deuterium-Quantenkram. Deuterium-Quantenquark, genau. Wie gesagt, Diesel. Ja. Kein normales Benzin, natürlich Diesel. Ich fand meine Aussage gut. Jo. Hatten wir... Ich habe einen Aktivierungsschlüssel. Nein, spare ich mir. Habe ich einen? Bitte? Aktivierungsschlüssel, jo. Okay, das heißt, wir müssen auch jetzt im Engine Core rein. Und der Engine Core Schlüssel müsste irgendwo zu finden sein. Sicher, dass es dieser Bereich ist? Sollte. Also drüben haben wir alles nachgesehen und hier geht's vielleicht unten noch weiter. Ich kann nachschauen. Ich
Fuel-Zellen 1 bis 10, ja, 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 da sind Schraubendreher. Stimmt, hier wollte ich eigentlich hin, genau, das habe ich hier verhauen. Weil ich den Weg nicht wiedergefunden habe. Und da hinten geht's weiter. Ah, guck mal. Ja, und hier geht's vor allem hoch. Ja, ich war hier hinten noch nicht drin. Was ist da unten? Warte kurz. Ah, hier oben ist jemand mit einem Reaktorschlüssel, okay. Oh, wer hätte es gedacht? Lass mich jetzt mal hoch, ich muss mir das ansehen. So, drüben auf einer Seite ist nichts weiter. Aber hier unten ist doch was. Jo. Jo, Hupfer. Wenn er jetzt eine Waffe hat, bin ich dem hilflos ausgeliefert. Bitte habe keine Schusswaffe. Alles gut, der ist noch auf dich gelockt. Ja. Bitte habe keine Schusswaffe. Er hatte keine Schusswaffe. So viel der hat. Der Roboter schon. Eben. Aber der war ja nicht gefragt. Eben. 19 Zeit. Nee, lohnt sich noch nicht. Ich liebe es, wenn ich Gedanken halb ausspreche und dann direkt weitermache. Huch. Und wo? Ah, von hinten. Ah, du bist auch gestorben. Ja, hier ich runter. Ich bin in die Wildcat reingerannt. Hier runter. Ja, ich muss erst mal den Kerl loswerden. Du kannst halt plötzlich doppelt so schnell schießen wie vorher. Während er gerade eben die ganze Zeit nicht geschossen hat. Weiß ich nicht. Raumzeitverzerrungsverschiebung von Jordan. Tour. Ja, nun, also. Glitch ist eine zu langweilige Erklärung. Bugs, Glitch und Cracks. Was für ein Kram? Ja, Bugs, Glitches und Cracks eigentlich. Und Scheiße, ich hab Physics! Was? Aha, ich bin schon wieder gestorben. Oh. Ich hasse diese Leiter in diesem Spiel. Aber ah. Ich bin auch schon gestorben, also. Schon wieder? Schon wieder. Ich warten. Bin schon da. Hab grad einen Roboter schlecht, wie du vielleicht gehört hast oder auch nicht. Ja, ich hab das Metallische, ja doch, ja, ich hab's gehört. Einfach nur. Wenn gegen die Wand ist, okay. Aber du bist nicht gegen die Wand. Ich liebe es, du wirst mir wieder so einen Meter weiter rechts angezeigt. Schon schön. So. Aber ich hab mich einfach auf die kurze Zeit schon wieder vergessen habe. Ja. Dass dieses Spiel im Gegensatz zum Original einfach unglaublich böse ist. Ja. So, ich glaube, hier gehe ich besser alleine rein. Du siehst ja die Zeichen. Kick Radiation Area. Ist noch irgendwas? Nö. Es ist aber so hübsch grün. Das ist wahr. Und hier sind hübsch. Wahr. Hübsche Hybriden. Wenn dieser Raum wirklich hübsch ist. Ich brauche Selbstheilungskräfte. Hast du eigentlich noch Spritzen? Und wenn ja, wie viele? 17. Ich glaube, da nehme ich mir mal ein oder zwei gleich. Oh. Mir selber erstmal eine. Oh. Ich erstmal. Nee, die Waffen sind immer noch nutzlos. Wenn ich das mal so am Rande anmerken dürfte. Huch. Sorry, wollte ich nicht. Jetzt hinten weiter anscheinend, ne? Ja. Okay. Weil ich mach nur immer die Tür auf und schaue in das Grüne rein. Ich will ja keinen Schritt da rein machen. Bin da. Wo ist da? Hinter dir. Hi. Kommst du her? Aus der QBR. Oh. Okay. Ich frage nicht so ohne Grund nach Spritzen.
Was war das denn jetzt Schönes? Ah, man hat drin. Du warst einmal so 2 Meter nach links geschleudert, aus irgendwelchen Gründen. Ja. So. Ich weiß erst, ob es die Tür wieder zugeht. Gimme Hypos. Problem ist, ich kann die nicht zerteilen. Ja, ist egal. Gib einfach alle und dann kriegst du den Rest wieder. Ach, ich glaube, eine reicht sogar. Dürfte. Wobei die irgendwie nur 2 Schritte auf. Ach, was soll's. Die heilt in 2er Abständen, ja. Nein. Die hat jetzt 2-mal einen Heilungsschub gemacht. Das meinte ich. Na, komisch. So. Damit bin ich dann jetzt hier oben. Ich verstehe nicht unbedingt, warum ein Raumanzug vor Radiation schützt, aber... Weil der dick ist. Oh, hallo. Okay, wir hätten uns das Ganze übrigens auch sparen. Ja, laber nichts als das Roboter. Du hättest einfach hochgehen und dann ganz weit nach rechts. Wie meinst du das Hochgehen? Richtung QWR. Allerdings nicht die Treppe hoch, sondern weiter geradeaus. Ich muss jetzt mit die Leiter wieder hoch. Nebenbei, wieso kann eigentlich kein Mensch Leiter nochmal bauen? Schönes Spiel. Ich weiß es nicht. Bin beim QBR. Okay, gut. Boah. Ich auch. Ich war ja nur gerade aufgeheilt. Ja. Deswegen so. Fange ich damit gar nicht erst an. Eben, jetzt weiß ich, warum ich es nicht mehr gemacht habe. Ich hab vergessen, dass dieses Spiel so ein bisschen Arschlochfaktor hat. So. Und hier einfach durch diese Tür auch durch. Okay. Naja, aber die war abgeschlossen zu dem Zeitpunkt noch. Ja. Ah, Brunnen. Ah. Brunnen. Laserdrohnen. Okay. Ich weiß, hab ich gesehen. Ziel erfasst. Xerxes kann Eindringen nicht lokalisieren. Xerxes bestätigen. Hallo. Da oben ist der, da komme ich leider mit. Kann ich leider nicht ran. Dann nimm die andere Tür. Einer ist kaputt. Und die Explosion ist einfach viel zu hochauflösend für den Rest des Spiels. Irgendwie, ne? Au. Da ist noch ein Ninja irgendwo. Jo, hab's gesehen. Hab's gefühlt. Ja, ich auch. Hi. Hi. Au. Funken. Aber sie sparken so schön andere Seite. Au. Liebe es, wenn einem die Gegner in den Rücken schießen. Ja. Aber wo ist der Kerl? Unten. Da. Ah. Hoch. Könnte das einer von deinen Schüssen gewesen sein, der mich da getroffen hat? Nein, kann es nicht. Okay. Der Kerl ist uns gefolgt. Ah. Sneaky Bastard. Ja? Hm? Nichts, du wirkst nur so genervt, schon wieder gestorben. Hm. Ah. Du auch? Nein, noch nicht, aber kurz davor. Oder auch nicht. So, panzerbrechende. Das war jetzt Teamwork, Schuss. Alles gut, Jo. Ich wollte den hier mal noch rausrauben. Danke, dass du mich auch endlich lasst. So, das ist ein schöner großer Reaktor. Der gar nicht vom Warpkern inspiriert wurde. Welchen Warpkern? Star Trek.
Ah. Ja, stimmt ja. Meine Bildungslücke. Mhm. Obwohl, wirklich Lücke ist das ja nicht. Ich kenne so ein bisschen. Hey, Locke. The code for the engine core is 20296. Willst du es hören? Ja, war ein Code. Hi there. Please make your selection. Modifizierungssoftware aus dem Automaten habe ich auch noch nicht gesehen. Was? Da ist Modifizierungssoftware drin. Oh, ja. Stimmt. So, also wieder runter. Müssen wir nicht eh zur... Wo genau müssen wir hin? Irgendwohin, wo man den Reaktor abschalten kann. Geh von der Kurve eher aus. Okay. War schön gelandet, mitten auf dem Bildschirm. Gern geschehen. Nur das Beste für die Zuschauer. Ja. Und ein zweiter Aktivierungsschlüssel. Und Splittergranaten. Dann nehme ich das doch auch mit. Ah. So, der Code für den Engine Core war... Wo genau bist du? Unten im Reaktor. In der Wand. Wo geht's da? Ach, dahin. Wie kommt man eigentlich da runter? Ach, da hinten, oder? Nee. Was? Nicht sechs Great. Doch. The engines have stopped. At least we have prevented the Yuna Nightwalker along with Choden and the biomass from reaching the Earth. I have transferred to you a few more cyber modules. Use them wisely. Okay. Ich will mir den Raum wenigstens noch angucken. Jo. So, jupp, jupp. Okay.